liebe Heldinnen und Helden da draußen, ich bin sehr froh und sehr glücklich, einen weiteren Experten hier am Start zu haben, und zwar ein Themengebiet, ein Fachgebiet, das wir hier noch gar nicht hatten und das mir persönlich ganz viel bedeutet. Und deswegen will ich hier an dieser Stelle einfach mal meinen Mund halten und direkt an Sie übergeben. Stellen Sie sich doch mal ganz kurz vor und sagen Sie uns mal, was Sie genau tun. Ja, guten Tag. Schön, dass ich da sein darf. Mein Name ist Michael Madeja. Ich bin Hirnforscher. Ich arbeite an der Funktion des Gehirns. Ich will versuchen, wie das gesunde Gehirn versteht. Das ist also der eine Teil meines Berufs. Und im anderen Bereich bin ich, man könnte sagen, Wissenschaftsmanager, bin ich bei einer großen Stiftung, der Else-Kröner-Frosenius-Stiftung, bin verantwortlich für das wissenschaftliche Programm und für die Vergabe der Fördermittel im Bereich der Medizin. Ich mache Sie ein wenig leiser. So, wunderbar. Herr Madeja, was müssen wir Kita-Fachkräfte, die wir mit der frühen Bildung starten, das ist im Prinzip ja fast schon ein Stück weit die Quelle, der Ursprung, was müssen wir Kita-Fachkräfte über das Gehirn Ihrer Meinung nach wissen? Ja, eigentlich gar nicht so viel. Es ist vor einigen Jahren, im Jahr 1990, hat man geglaubt, dass man eigentlich durch die Hirnforschung Bildung sowohl in Kitas als vor allen Dingen dann auch in den Schulen verbessern könnte. Es ist ein ganz neues Fach entstanden, die Neuropädagogik, und die hat am Anfang sehr viele Vorschusslorbeeren gekriegt. Man hat auch sehr viel Geld investiert, weil man halt glaubte, jetzt hat man die objektive Schiedsinstanz, die uns sagen kann, also wie funktioniert Bildung, wie macht man die optimale Kita, wie spricht man die Kinder an. Die Euphorie ist aber nach ungefähr 10 Jahren verflogen, weil man gesehen hat, dass man eigentlich doch gar nicht so viel herleiten kann. Und dafür gibt es eine Reihe grundsätzlicher Gründe. Und einer der grundsätzlichen Punkte ist, dass Wissenschaft grundsätzlich nur etwas über einen Mittelwert aussagt. Das heißt, eine wissenschaftliche Frage wäre zum Beispiel die Frage, wie groß sind die deutschen Frauen durchschnittlich? Und dann kriegen Sie einen Wert heraus, vielleicht 1,68 Meter oder 1,70 Meter. Und dieser Wert 1,70 Meter ist relativ hilfreich für einen Wissenschaftler. Aber für die Praxis ist es nicht so hilfreich. Weil wenn daraufhin nämlich alle Leute oder alle Fabriken nur noch Kleidung für 1,70 Meter große Frauen herstellen würden, dann würde die über 80% der Frauen nicht passen. Und ich glaube, das ist so mit der Wissenschaft allgemein, auch mit der Neurowissenschaft. Wir können allgemeine Prinzipien des Lernens für das Gehirn erforschen. Wir können auch allgemein sagen, was bei Kindern passiert. Aber für das individuelle Kind, und darum geht es ja in der Kita, für das individuelle Kind kann die Hirnforschung und die Wissenschaft allgemein keine Aussagen machen. Wow. Und gibt es denn gerade für die Kolleginnen, die mit den U3-Kindern arbeiten, sprich die Kinder von 0 bis 3, gibt es da im Hinblick auf die Gehirnentwicklung vielleicht Informationen, die uns einfach unterstützen darin, den Kindern das zu geben, ihnen die Begleitung anzubieten, die sie brauchen? Ja, ich glaube, man kann das in zwei Teile teilen. Das erste ist, dass die Hirnforschung oder die Neuropädagogik wird ein paar Ideen liefern. Allerdings ist das Erfahrungswissen eines Menschen oder vor allem auch eines Erziehers eigentlich unersetzbar. Und das wird auch nicht relativiert oder verändert durch das Prinzip der Hirnforschung. Deswegen, Hirnforschung kann Ideen geben, möchte ich ein Beispiel geben. Wir haben lange geglaubt oder die Frage gestellt, ob man mit dem Computer lesen lernen kann. Dann hat es eine Untersuchung gegeben in experimentellen Bedingungen in der Schweiz, und die haben festgestellt, Kinder aktivieren dieselben Areale dann beim Lesen, auch wenn sie das über den Computer lernen. Mhm. So etwas erfährt man einmal durch die Empirie, also durch Ausprobieren, wenn man das selber macht, und kann man auf der anderen Seite auch aus wissenschaftlichen Studien holen. Und ich glaube, das ist die Aufgabe, die die Neurowissenschaften dort hat. Sie kann also Hinweise geben darauf, was man halt ausprobieren könnte, was vielleicht funktioniert oder nicht. Ob das beim individuellen Kind, beim einzelnen Kind funktioniert, ist dann wiederum eine ganz andere Frage. Wow, wenn Sie das so sagen, Herr Madeja, dann bin ich schon ein bisschen verunsichert, weil ich natürlich nicht zu den Experten auf dem Gebiet gehöre wie Sie. Liegt denn darin vielleicht auch eine Gefahr, dass man die Neurobiologie pauschalisiert oder die Ergebnisse pauschalisiert und so für die eigenen Zwecke oder die eigenen kleinen Gründe zweckentfremdet?
Ja, das sehe ich schon, dass da also eine Gefahr liegt. Allerdings eine Gefahr ist auf der anderen Seite auch eine Chance. Und eine Chance sehe ich auch darin, dass die Politik heute und die Entscheidungsträger sind sehr wissenschaftsaffin. Das heißt, eine Argumentation, die also aus dem Erfahrungswissen der Erzieher kommt, und wenn Erzieher sagen, dass, oder Lehrer auch sagen, das funktioniert so nicht, dann hat das, wenn ich das mal so ungeschützt sagen darf, nicht so eine Durchschlagskraft, als wenn man sagt, hier ist auch noch eine wissenschaftliche, neurowissenschaftliche Studie, die zeigt, das funktioniert so nicht. Das ist, glaube ich, der eine Punkt. Deswegen können wir also, glaube ich, kann man die Untersuchung der Neurowissenschaften auch nutzen, wenn man etwas halt durchsetzen will oder auf etwas hinweisen will, sozusagen die Schlagkraft von eines Argumentes also vergrößern. Das andere Problem, oder was Sie natürlich als Risiko und Problem dargestellt haben, ist völlig richtig, Pauschalisierung. Das heißt, es ist falsch, wenn man dann sagt, okay, die Wissenschaft hat die und die Studie gemacht, jetzt müssen wir bei allen Kindern das so und so machen. Das funktioniert mit Wissenschaft nie. Deswegen ist die Praxisanwendung auch der Hirnforschung, zu der ich gefragt werde, also auch nicht nur in den Bereichen der Erziehung von Kindern, sondern allgemein, funktioniert nicht. Die individuelle Breite und die individuelle Unterschiedlichkeit ist also sehr viel größer als das, was man eigentlich durch eine wissenschaftliche Studie herausbekommen kann. Wäre das also so ein Stück weit Ihre Inspiration, Ihr Tipp an uns, die wir uns nicht tagtäglich damit beschäftigen, dass wir vorsichtig sind, vielleicht damit, dass ich habe mich mit dem Thema auch beschäftigt und es gibt viele bekannte, berühmte Kollegen, die Sie haben und Kolleginnen, die viel referieren, viele Vorträge auch machen und dann höre ich in den Vorträgen, die Synapsen sind so und wenn man das so und so tut, dann passiert das, also eine Kausalität und dann denke ich mir, ach ja, genau, dann müssen wir ja nur noch sowas tun. Ist das, was Sie meinen, dass wir da vorsichtiger sind, dass es halt nicht so einfach ist, dass man einfach etwas weiß und dann nur tun muss und dann passiert das? Ja, das ist zu schlicht gedacht. In der Wissenschaft funktioniert das, wie gesagt, im Mittelwert funktioniert das auch, aber das sagt Ihnen, wenn Sie dem Kind gegenüberstehen oder der Gruppe von Kindern, sagt Ihnen das relativ wenig. Das mag in einer Gruppe funktionieren, in einer anderen funktioniert das nicht. Auch da vielleicht ein Beispiel, wenn Sie Lernerfolge haben wollen in der Schule, dann wissen Sie als Erzieher, dass Wiederholung eine ganz wichtige Sache ist. Wenn wir Vokabeln lernen wollen, dann müssen wir die immer wieder wiederholen. Und Sie wissen, dass Motivation eine wichtige Sache ist. In so einem Fall brauchen Sie gar keine wissenschaftliche Studie, sondern das wissen wir. Wenn Sie jetzt noch eine wissenschaftliche Studie haben, die Ihnen zeigt, wenn man die Motivation erhöht, dann kann man besser lernen. Dann unterstützt das eigentlich das, was Sie als Erfahrungswissen haben. Und so würde ich die Rolle der Wissenschaft verstehen, auch der Neurowissenschaft in dem Fall. Es kann Sie unterstützen, bestätigen in dem, was Sie als selber erfahren haben, was Sie als Wissen selber auch durch die tägliche Arbeit halt aufgebaut haben. Und es kann Sie vielleicht auch auf neue Ideen bringen. Neue Ideen, und ich glaube, da sehe ich eine wichtige Rolle der Hirnforschung, was ich vorhin sagte, viele Sachen, die Sie als Erfahrungswissen gemacht haben, da brauchen Sie nichts mehr dazu. Das wissen Sie und da brauchen Sie auch keine Bestätigung dazu. Interessant wird es, wenn es Felder gibt, wo man eben noch keine Erfahrung hat. Zum Beispiel, um jetzt irgendwas zu sagen, sollte man einem dreijährigen Kind ein Handy in die Hand geben? Oder sollte man es im Internet surfen lassen, was in Amerika zum Beispiel weit verbreitet ist? Und da können dann halt solche wissenschaftlichen Studien schon helfen und ihnen dann Hinweise geben, dass man das so zum Beispiel nicht machen sollte und dass es bestimmte gut gemeinte Programme gibt, bei denen der Lernerfolg dann also abnimmt. Und das würde, glaube ich, dann ein Argument sein, für Sie zu entscheiden, ob Sie das machen oder ob Sie es nicht machen. Aber wie gesagt, nur ein Argument. Die Gehirnforschung ist da nicht das Entscheidende und allein selig Machende, sondern ist eigentlich ein Faktor von mehreren in einem Entscheidungsprozess. Kann Ich es für glaube, das mich. ist sehr, sehr kostbar, was Sie hier gerade sagen. Und das ist eine ganz wichtige Form der Aufklärung, dass die Wissenschaft eine mögliche Wahrheit von vielen Wahrheiten bietet. So habe ich das jetzt verstanden. Ja, das ist auch richtig. Das ist auch meine feste Überzeugung. Ich glaube, es ist naiv und gut, einige Hirnforscher machen das auch. Aber allein mit einer Erkenntnisdisziplin wie zum Beispiel der Hirnforschung die Welt erklären zu wollen, das funktioniert nicht. Das kann man auch schon an ganz einfachen Beispielen sehen. Wenn Sie einen Apfel nehmen und Sie würden diesen Apfel versuchen, nur naturwissenschaftlich oder neurowissenschaftlich zu erklären,
Dann können Sie die Wahrnehmung im Gehirn analysieren, Sie können das sehen, was im Sehsystem passiert, Sie können naturwissenschaftlich, können Sie Gewicht, Größe, Herkunft und so etwas alles analysieren. Aber ein Apfel macht noch sehr viel mehr aus, den Geschmack, den wir haben. Die Erinnerung an das erste Essen eines Apfels, der Apfel als Symbol, denken Sie an die Bibel. All diese Sachen, dies ist der Naturwissenschaft, der Neurowissenschaft verschlossen. Und deswegen kann die Naturwissenschaft und Neurowissenschaft immer nur einen Aspekt des Lebens und des Erkennens abbilden. Das ist vielleicht auch ein Nachteil unseres Gehirns. Unser Gehirn hat eine ganz großartige Erfindung und das ist das Bewusstsein. Und Bewusstsein heißt, wir können uns konzentrieren auf eine Sache. Und im Gehirn laufen in jedem Moment ungefähr 1000 Entscheidungsprozesse ab. Die allermeisten bekommen wir davon nicht mit. Das ist zum Beispiel, soll das Herz ein bisschen schneller schlagen? Soll jetzt Magensaftsekretion angeschaltet werden? Muss ich meinen Muskel jetzt anspannen, um aufrecht zu sitzen und so etwas? Das wird uns nicht bewusst. Aber bewusst wird uns meistens eines. Und im Gehirn ist es, vor allem im menschlichen Gehirn ist es so, dass es das extrem fokussiert wird auf eine Sache. Das heißt, in der Regel nehmen wir nur eine Sache wahr und nicht mehrere. Schönes Beispiel, wenn man in einem Buch liest, hört man in der Regel nichts. Wenn aber jetzt ein aufregendes Geräusch kommt, ein Hupen draußen oder sowas, dann passiert einem das manchmal, dass man weiterliest, aber auf das Geräusch gehört. Und dann ist es oft so, dass man dann feststellt, dass man das Gelesene gar nicht wahrgenommen hat. Ich weiß nicht, ob Sie diese Erfahrung gemacht haben. Ja, ich kenne das. Ja. Und das zeigt eigentlich, das Gehirn ist extrem fokussiert eben auf eine Ebene und das ist dann also auf das Bewusstsein. Und das heißt, diese Einengung, das ist natürlich eine Chance. Wir können uns damit konzentrieren. Das ist die Möglichkeit, wir können unsere ganze Hirnkapazität sozusagen auf eine Sache ausrichten. Großer Vorteil, war auch ein Evolutionsvorteil, weil man dann gegenüber beim Beutezug oder auch bei der Flucht und so weiter sehr, sehr viel überlegen war anderen Tieren, die das alles gleichzeitig hatten. Ist aber natürlich auch ein Nachteil. Wir erleben unsere Welt immer nur durch einen Sinneskanal. Mhm. Und was wir wohl machen können, ist Sachen nacheinander zu erleben. Das heißt, wir können uns mit dem Apfel naturwissenschaftlich beschäftigen, dann können wir in der Bibel nachlesen, das Apfelsymbol und so weiter, aber gleichzeitig kriegen wir das nicht hin. Oh, Herr Malea, jetzt hätte ich da mal eine ganz spannende Frage. Jetzt sind wir ja natürlich die Vorbilder der Kinder, also gerade die wir in den Kitas arbeiten und in den Schulen arbeiten, wir sind ja da als Erwachsene die Vorbilder der Kinder. Und wenn Sie sagen, da gehen natürlich 1000 verschiedene Prozesse im Gehirn los, wenn ich mich auf eine Sache konzentriere, also das heißt, unterbewusst finden ganz viele andere Sachen statt. Und wer weiß, was das Gehirn in dem Moment macht oder was es für Erinnerungen wachruft, wenn ich tagtäglich Vorbild bin. Ist es wichtig, dass wir uns vielleicht auch als Vorbilder mit einigen Prozessen, Gehirnprozessen auseinandersetzen, weil sie uns im Hier und Jetzt als Vorbild sehr stark beeinflussen können? Vielleicht die eigene Biografie, vielleicht eigene Triggerpunkte? Also ich glaube, die Beschäftigung mit der Neurowissenschaft ist sinnvoll, weil wir damit eine Komponente natürlich des menschlichen, über eine Komponente des menschlichen Handelns und Seins als mehr verstehen. Deswegen würde ich auch dafür plädieren zu sagen, beschäftigen Sie sich mit Neurowissenschaft, aber sehen Sie es nicht absolut. Das heißt, die Ergebnisse, die herauskommen, sind nicht die absolute Wahrheit, sondern sind ein Faktor in einem Mosaik von vielen. Die Vorbildfunktion haben Sie auf jeden Fall. Also ich glaube, was wir von der Hirnforschung wissen, jetzt komme ich mal mit einem Hirnforschungsergebnis allgemein, sind natürlich, dass solche frühen Erlebnisse, gerade wenn sie das erste Mal auftreten, halt sehr prägend sind. Das heißt, die Erzieher sind vermutlich nach den Eltern die wichtigsten Personen, die Einfluss also auch auf das Leben und auf das Werden eigentlich eines Menschen haben. Ja, und genau daran habe ich gerade gedacht, dass es ja, wenn das Gehirn so aktiv ist und immer wieder Schubladen öffnet, dass wir vielleicht in dem Moment, in dem wir Vorbild sein wollen, vielleicht nicht immer Vorbild sein können, weil unterbewusst das Gehirn stärker ist als das Bewusstsein. Ist das so einfach? Oder also für mich geht es darum, wie intensiv sollten wir uns damit auseinandersetzen, wer wir wirklich sind oder woher wir kommen oder wer wir sein wollen?
Ja, da gehen wir von der Neurowissenschaft ab, glaube ich. Ich glaube, Kinder haben sehr gutes Verständnis für Aufrichtigkeit. Ja. Ich glaube, ich habe selber drei Kinder und weiß deshalb gar nicht, was man mit Erziehung so viel erreichen kann. Ich glaube aber, dass Vorbild eine wichtige Sache ist. Und auch wenn Kinder manchmal Sachen abnehmen oder ablehnen, ist es manchmal so, dass sie das Vorbild akzeptieren, wenn auch vielleicht erst später. Deswegen ist, glaube ich, die Vorbildfunktion eine ganz wichtige. Aber für die Vorbildfunktion, glaube ich, sollte man sich weniger mit der Hirnforschung beschäftigen, als dass man mehr sein eigenes Handeln reflektiert. Okay. Lassen Sie uns ganz kurz mal den Bereich wechseln. Was uns alle interessiert, ist vor allen Dingen, gibt es Unterschiede im Gehirn zwischen Jungen und Mädchen? Ja, die gibt es. Es fängt damit an, dass im Schnitt die jungen Gehirne etwas größer und schwerer sind. Die Mädchengehirne sind etwas besser vernetzt. Es gibt manchmal auch Gehirnteile, die einzelne Gehirnbereiche, die bei Jungen und Mädchen unterschiedlich groß ausgeprägt sind. Die Unterschiede sind biologisch gesehen für Intelligenz zu vernachlässigen. Wir haben eine Korrelation zwischen Gehirngröße und Intelligenz im Tierreich. Das heißt also, je größer das Gehirn, desto intelligenter ist also das Lebewesen, muss man sagen, mit Ausnahmen. Der Mensch ist zum Beispiel das intelligenteste Lebewesen, sage ich jetzt mal ganz ungeschützt. Das heißt, das Gehirn hat 1,4 Kilogramm. Es gibt Tiere, die ein größeres Gehirn haben, zum Beispiel der Elefant. Der hat 5 Kilogramm, ist aber nicht schlauer als der Mensch. Das hat man also auch Tests also schon festgestellt. Aber in allgemein gilt diese Beziehung, je größer das Gehirn ist, klar, ist eine Maus ist intelligenter als eine Fliege und ein Hund ist intelligenter als eine Maus und ein Affe ist intelligenter wieder als ein Hund und so weiter. Also je größer das Gehirn, desto intelligenter. Die geringen Unterschiede zwischen Mädchen und zwischen Mädchen und Jungen spielen da aber gar keine Rolle. Das heißt also, Intelligenz ist zum einen mal diese unterschiedliche Gehirngröße spielt für die Intelligenz keine Rolle. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, die unterschiedliche, wir wissen gar nicht so recht, woher diese unterschiedliche Prägung nachher kommt. Wir stellen wohl fest, dass Mädchen und Jungs im Durchschnitt wieder etwas unterschiedliche Fähigkeiten entwickeln. Jungs sind häufiger in mathematisch abstrakten Dingen besser. Mädchen sind besser in sozialen Dingen und in Multitasking, also mit verschiedenen Reizen, die gleichzeitig kommen, halt umzugehen. So gibt es schon Unterschiede. Wir wissen aber nicht, sind es die Gene, ist es die Prägung, das heißt das Leben, das heißt, werden Jungs anders erzogen als Mädchen letztendlich doch oder wollen das anderes machen. Das ist also eine offene Geschichte, sondern wir müssen einfach nur feststellen, diese Unterschiede gibt es. Aber, jetzt ganz großes Aber, die Verteilung auch dieser Fähigkeiten ist ganz breit. Und das heißt, es gibt Jungs, die in mathematisch abstrakten Fähigkeiten spitze sind und es gibt Jungs, die ganz schlecht sind. Und es gibt Mädchen, die spitze sind und Mädchen, die ganz schlecht sind. Nur der Mittelwert hat sich ein bisschen verschoben. Das heißt also, wenn Sie dann ein Mädchen haben, können Sie erstmal überhaupt nichts über deren mathematisch abstrakte Fähigkeiten aussagen. Die kann nämlich besser sein als 90% der Jungs. Die kann im Durchschnitt liegen oder die kann schlechter sein. Also das Individuum hilft ihnen da im Grunde genommen auch nicht. Wow. Und gibt es etwas, was Sie für sich vielleicht da erschlossen haben, was uns dabei helfen kann, unsere Bildungssysteme vielleicht neu zu positionieren? Also lernen Jungen anders als Mädchen? Kann man das überhaupt so pauschal dann sagen? Oder haben Sie vielleicht eine konkrete Idee, was wir tun können, um den Jungen oder den Mädchen gerecht zu werden? Oder entwickeln die sich parallel gleich? Also ich weiß, dass es Ansätze gibt, zum Beispiel in Naturwissenschaften zu sagen, man würde mehr mädchenaffine Naturwissenschaften machen. Ich halte das für keinen guten Ansatz, weil ich glaube letztendlich, wenn es auf den Arbeitsmarkt oder ins Studium geht, dann geht es nicht darum, welches Geschlecht man hat, sondern es geht darum, welche Leistung man bringt. Deswegen glaube ich, sollte es auch nur eine Art von Vermittlung geben. Ich glaube, die Bandbreite ist zu groß, als dass man jetzt sagen könnte, wir sollten geschlechtsspezifische Lernmethoden halt einführen.
Ich glaube, die individuellen Unterschiede sind groß und ich glaube auch, dass es das normale Leben ist, dass selbst wenn man ein einzelnes Fach nimmt, man in einzelnen Sachen besser ist als andere. Nehmen Sie Mathematik, da gibt es Jungs, die in Geometrie schwach sind und in Algebra gut und umgekehrt. Also das heißt, ich glaube, dieses Geschlechtsspezifische sollte man nicht überbewerten, sondern man sollte eigentlich jedem Kind die Chance geben, eigentlich das auch in, sag ich mal, in einer Domäne des anderen Geschlechts sich gut entwickeln zu können. Aber keine Geschlechtsförderung in dem Sinne. Jetzt haben Sie über das Thema Lernen, soweit ich weiß, ja auch Bücher geschrieben. Was sind denn so Ihre größten Erkenntnisse aus Ihrem eigenen Fachbereich oder vielleicht auch die, was sind denn so Ihre Magic Moments, über die Sie geschrieben haben oder über die Sie gerne mal was sagen möchten? Ja, über die ich gerne mal was sagen möchte. Das ist vielleicht Magic Moments. Also wenn Sie mich fragen, was mich am meisten fasziniert, das sind natürlich jetzt im Moment die Arbeiten zu dem Thema Bewusstsein. Wir wissen ziemlich viel über das Gehirn. Ich glaube, dass wir auch fast alle Prinzipien der Hirnarbeit verstanden haben. Natürlich fehlen uns unendlich viele Details, aber Prinzipien haben wir verstanden. Wir wissen mittlerweile, wie eine Steuerung eines Muskels funktioniert, was das Gehirn dort machen muss. Allerdings das, was uns am meisten interessiert, das sind ja, wie ist das bei den höheren Hirnfunktionen? Wie macht das Gehirn Kreativität? Wie macht das Gehirn Orientierung, Bewusstsein und was? Und darüber wissen wir halt noch sehr wenig. Und wir wissen aber, dass es die einzelnen Nervenzellen nicht sind. Normalerweise ist das Gehirn hierarchisch organisiert. Das heißt, es gibt, wenn Sie das Sehsystem haben, es gibt Nervenzellen, die werden aktiv, wenn Licht an ist und werden inaktiv, wenn das Licht aus ist. Dann gibt es spezialisierte Nervenzellen, die also nur aktiv sind, wenn Licht also mit einer bestimmten Farbe und Geschwindigkeit durch das Gesichtsfeld wandert und so weiter. Und so geht das von Ebene zu Ebene komplizierter. Aber es gibt keine Nervenzelle, die nur anspricht, wenn wir zum Beispiel das Bild unserer Großmutter sehen, die berühmte Großmutternervenzelle. Das heißt, irgendwann bricht dieser Prozess. Das heißt, irgendwann gibt es nicht mehr immer nur spezialisiertere Nervenzellen, sondern irgendwann hat das Gehirn etwas anderes erfunden. Und das wissen wir noch nicht. Und es gibt jetzt Hinweise darauf, dass es in der Zusammenarbeit der Nervenzellen besteht. Das heißt, wenn mehrere Nervenzellen oder große Verbände von Nervenzellen gleichzeitig dieselbe Aktivität machen, dann entsteht über einen noch nicht verstandenen Mechanismus eine neue Information. Und das ist eigentlich das, was mich im positiven Sinne eigentlich jetzt in letzter Zeit bei der Hirnforschung also fasziniert hat. Und bei die Erkenntnisse beim Schreiben der Bücher war vor allen Dingen keinen zu großen Respekt vor der Hirnforschung. Die kochen auch nur mit Wasser. Und es ist bei der Hirnforschung auch so, dass viele Befunde und gerade wenn es in den praktischen Bereich kommt, sagt einem schon der gesunde Menschenverstand. Dazu braucht man die Neurowissenschaften nicht. Die Neurowissenschaften, wie gesagt, bringen manchmal auf neue Ideen und beweisen manchmal oder legitimieren manchmal etwas, unterstützen Argumentationen. Aber beim Bücherschreiben ist mir oft aufgefallen, dass es doch eine Reihe von Bereichen gibt, in denen man, wenn man die Inhalte und die Erkenntnisse von der Fachsprache entkleidet, also von den Fachbegriffen, dann bleibt eigentlich gar nicht so viel übrig als das, was wir eigentlich auch so als noch ganz normaler Mensch wissen. Wow. Das ist äußerst interessant, was Sie sagen. Und ich kann Ihnen jetzt schon mal sagen, dass gerade in unserem Fachbereich der frühen Bildung, aber auch der Schule, die Gehirnforschung oder die Neurobiologie einen sehr hohen Stellenwert hat. Und deswegen aus diesem Grund möchte ich Ihnen noch eine ganz wichtige Frage stellen, nämlich gibt es vielleicht, wie nenne ich das jetzt? Ich hoffe, Sie können das für sich transportieren. Gibt es Fehlinformationen oder Fehlannahmen, die sich in den letzten Jahren vielleicht besonders stark aus dem Bereich der Gehirnforschung durchgesetzt haben, die Ihnen Sorge bereitet? Also gibt es irgendetwas, was da draußen in der Welt rumkursiert, wo man sagt, so ja, die Gehirnforschung hat aber gesagt und so ist das. Und wo Sie sagen so, oh, 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 oh. Ja, das gibt es. Zwei muss man zwei Gruppen sehen. Das eine, was mir ein bisschen Sorge macht, ist die Diskussion um den freien Willen. Dass von einigen Hirnforschern, das ist allerdings die Minderzahl, gesagt wird, es gibt keinen freien Willen. Das ist aus meiner
Es wird also mit neurowissenschaftlichen Ergebnissen halt begründet. Das ist in meinem Sinne oder aus meiner Sicht eine Fehlinterpretation, drängt auch die Neurowissenschaft in eine Ecke, in der sie nicht ist. Die meisten Neurowissenschaftler sagen auch, über den freien Willen können wir allein als Neurowissenschaftler halt keine Aussage machen. Das muss man halt globaler und breiter sehen. Also das ist sozusagen der eine Aspekt, dass wir, das ist halt die Sache mit dem freien Willen, die mir etwas Sorgen macht. Sie fragt nach den Sorgen, oder? Ja, ganz genau. Oder nach Fehlinformationen, wo sie sagen Ja. so, oh, das ist nicht gut, dass das gerade so Vielen benutzt Dank. wird. Jetzt haben Sie mich gerade wieder auf den Pfad der Tugend zurückgebracht. Also das Zweite, was ich nämlich sagen wollte, sind die sogenannten Neuromythen. Es gibt also Sachen, die als Erkenntnisse der Neurowissenschaften dargestellt werden, die aber Fehlinterpretationen sind. Und die wichtigsten sind zum Beispiel, dass es immer noch rumgeht, und da sollte über die Hälfte der amerikanischen Lehrer auch daran glauben, dass man nur 10% seiner Nervenzellen im Gehirn nutzt. Das ist also Quatsch. Man nutzt also, im Grunde genommen nutzt man alle. Das merken wir auch daran, wenn es Bereiche gibt von Nervenzellen, die man nicht mehr braucht. Zum Beispiel, wenn man eine Amputation hat, man verliert seine Hand, dann braucht man nicht mehr die Nervenzellen, die die Muskeln der Hand steuern. Aber die liegen dann nicht bis ans Lebensende faul herum, sondern die werden sofort für andere Aufgaben herangezogen. Und solche Befunde sprechen halt sehr dafür, dass wir also eigentlich auch alle unsere Nervenzellen brauchen und dass auch jeder Verlust von Nervenzellen, auch wenn auch unmerklich in den meisten Fällen, doch ein Defizit ist. Das ist ein Mythos. Die zweite Sache, die mir nicht so richtig Sorgen macht, aber die ich eher so mit etwas Amüsement beobachte, ist Zucker. Also es gibt die Aussage, dass also zu viel Zuckerkonsum hyperaktiv macht, dass die Ja. Kinder also dann schlecht lernen können, führt zu solchen Sachen wie zuckerfreien Schulen und so. Und das ist also ganz toll, oder ganz toll, also es amüsiert mich, weil das Gehirn kann auf zwei Sachen nicht verzichten, die Nervenzellen. Das eine ist Sauerstoff und das andere ist Zucker. Und deswegen, Ach. also Zucker ist extrem wichtig für das Gehirn. Und diese falsche Information mit dem Zucker ist dadurch entstanden, dass man eine Studie herumgedreht hat, was man niemals machen darf. Man hat nämlich herausgefunden, dass hyperaktive Kinder halt mehr Zucker essen als im Durchschnitt. Und daraus hat man geschlossen, dass man gesagt hat, okay, die sind hyperaktiv geworden, weil sie so viel Zucker essen. Quatsch. Sondern dass eine Korrelation oder dass zwei Faktoren sich gleich entwickeln, heißt nicht, dass sie zusammenhängen. Also ob Zuckerkonsum und Hyperaktivität zusammenhängen, ist genauso wahrscheinlich, als dass die Geburten und die Anzahl der Störche zusammenhängen. Was in Nordrhein-Westfalen der Fall ist, was aber, glaube ich, keine Kausalität zulässt. Das sind also solche Neuromythen, die dann also hervorgehoben kommen, mal hervorkommen. Ja, das Ich ist glaube, man muss vor allen Dingen aufpassen, ja. es gibt sehr viele Angebote für Brain-Based Learning oder hirnforschungsgetriebene Wissensvermittlung und so. Das allermeiste ist unseriös, muss man sagen. Also lieber Finger weg von solchen Sachen. Ja, das ist spannend, dass Sie es sagen. Damit komme ich oft in Kontakt mit Menschen, die Seminare und Fortbildungen anbieten auf Basis von neuesten Erkenntnissen aus der Hirnforschung mit den absoluten Neurotools etc. Und ich glaube, das geht aber auch aus unserem Interview hervor. Und dafür bin ich Ihnen sehr, sehr dankbar für dieses sehr reflektierte und sensible Vorgehen, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht eine die Neurobiologie oder die Neurowissenschaften als die eine Wahrheit nutzen, um darauf all unsere Entscheidungen aufzubauen. Ja, ich würde einen praktischen Tipp noch geben. Wenn Sie vorhaben oder wenn jemand vorhat, ein solches Programm eventuell einzuführen, dann sollte er sich ein Feedback holen. Es gibt in Deutschland eine Reihe von Instituten und Einrichtungen, die Neuropädagogik halt betreiben an den Universitäten. In der Regel haben die Sprechstunden. Und da kann man auch mal, das kann man als Steuerzahler auch machen. Die Wissenschaftler verbrauchen ja auch das Steuergeld. Dann einfach mal anrufen und fragen, es gibt das und das Programm, was halten Sie davon? Also dies wird auch übrigens aktiv von vielen Neuropädagogen, also auch gemacht. Die bieten also auch selber dann halt den Kontakt in die Praxis an und die Sprechstundemöglichkeit. Und ich glaube, da kriegt man gerade von den Universitäten einen gewissen Qualitätscheck.
Ja, das ist ein sehr hilfreicher Hinweis. Danke dafür. Herr Madeja, jetzt kommen wir zur letzten Frage und dann ist das Interview auch schon zu Ende. Was mich persönlich interessieren würde, gibt es noch etwas, was Sie für sich erreichen wollen? Gibt es noch so einen Punkt, wo Sie sagen, Mensch, bevor ich hier abtrete, bevor ich diese Welt verlasse, ich würde so gerne in meinem Fachgebiet oder was auch immer das und das noch erleben oder herausfinden? Ja, ich beschränke es mal auf mein Fachgebiet, weil ich meine, persönlich habe ich natürlich auch noch ein paar Vorstellungen, die auch durchaus mit Reisen zu tun haben oder so, aber das lassen wir mal in meinem Fachgebiet. Ich glaube, was ich zunächst mal herausstellen möchte, ich habe gesagt, man soll die Rolle der Neurowissenschaften relativieren. Trotzdem bin ich der Meinung, Neurowissenschaften sind extrem wichtig für unsere Gesellschaft und das liegt daran eher jetzt an anderen Problemen. Ich glaube, 50% aller Erkrankungen des Menschen hängen mit dem Gehirn zusammen und auch 50% der Gesundheitskosten. Wir haben mit Alzheimer ein Riesenproblem. Wir haben Millionen von Erkrankten und so weiter. Und die einzige Hoffnung, die wir hier wirklich haben, ist, dass die Forschung, sprich die Hirnforschung, hier etwas entwickeln kann. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Zweitens denke ich, die Hirnforschung ist auch deshalb wichtig, weil wir Produkte entwickeln. Wir entwickeln Computer, wir bearbeiten im Bereich der künstlichen Intelligenz mit selbstfahrenden Autos und so. Hier kann die Hirnforschung auch eine ganze Menge beitragen. Und das ist für den, ich sag's mal bewusst so, für den Wirtschaftsstandort Deutschland auch wichtig, dass wir innovative Produkte haben. Also auch da spielt die Hirnforschung eine große Rolle. Deswegen glaube ich, wenn ich auch etwas pessimistisch bin, dass sie im Bereich der Erziehung und in den Kitas also sehr viel beitragen kann. Ich glaube, sie kann, das habe ich ja versucht klarzumachen, sie kann Anregungen geben und etc., aber sie wird nicht die entscheidende Instanz sein. In anderen Bereichen ist es sehr viel, ist die Hirnforschung sehr viel wichtiger. Und was ich gerne noch herausfinden möchte, es ist so, ich bin eigentlich angefangen, dass ich an der Universität mich mit kleinen molekularen Schaltern in der Nervenzelle beschäftigt habe. Und man weiß, dass die eine Rolle bei der Epilepsie spielen. Und Epilepsie ist nach wie vor eine Erkrankung, also diese Krampfanfälle, die 1% der Menschen aus bisher nicht geklärter Ursache bekommen. Also diese Ursache der Epilepsie ist nach wie vor unklar. Und da würde ich gerne, wenn ich die Zeit noch habe, da noch ein paar Versuche machen, weil ich da noch ein paar Ideen habe, die ich gerne testen würde. Das würden Sie also gerne noch herausfinden. Ja, das würde ich gerne. Um den Menschen da einfach eine Möglichkeit zu bieten, vielleicht da was, vielleicht sogar, weiß ja nicht, ob man ein Medikament dann entwickeln kann oder ob man aufgrund der Erkenntnisse dann vielleicht irgendwas machen kann. Das ist die Hoffnung, wenn man als Arzt, ich bin ja auch Arzt, wenn man als Arzt auch in die Forschung geht, dann versucht man letztendlich dazu beizutragen, dass es irgendwie neue Therapien gibt. Und das wäre auch mein Wunsch. Sehr spannend. Mensch, ich könnte ja noch lange mit Ihnen darüber sprechen, weil das Thema so unfassbar spannend ist und ich sehe, wie komplex das Thema ist und wie gerne ich noch mehr darüber lernen möchte. An der Stelle aber erstmal mein herzliches Dankeschön. Danke für Ihre Zeit, für Ihre Expertise, für Ihre Gedanken dazu und vor allen Dingen, und das ist für mich mein Magic Moment aus diesem Gespräch, dafür, dass Sie es geschafft haben, mich sensibel zu machen für diesen Bereich und dafür, dass es mehrere Wahrheiten da draußen gibt und nicht die alte, eine ultimative Wahrheit, die uns Licht ins Dunkle bringt. Ja, vielen Dank für die Blumen. Es hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank. Macht's gut da draußen. Bis dann. Ciao, ciao.